Oh shit, ey, ey! Shots fired, shots fired! Calling in 22, shots fired at Saul Chambers Street. Hey YouTube, was geht ab? Ich bin John und herzlich willkommen zu dieser heutigen Folge von LSPFA. Wir sind wieder zurück in Los Angeles mit einem Los Angeles Setup und wir sind heute mal als Gang Unit mal unterwegs in einem schönen 2011er Ford Crown Victoria. Das hat der liebe Guti hier gemacht auf dem Mind Modifications Discord. Das ist auch der einzige Weg, um das Pack auch runterzuladen von dem CVPI. Da gibt es nämlich ganz, ganz viele Varianten von mit Lightbar, mit Frontbumper und so, also mit dieser Pushbar vorne und so. Könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken, Link ist unten in der Beschreibung und so wie der Discord von unserer Community. Weizes Baustelle, da könnt ihr auch mal gerne mal dem Discord-Team mal joinen. Wenn ihr weitere solcher LSPDFA-Folgen haben wollt, von Los Angeles, von Deutschland, von britischen Setups, dann abonniert einfach mal den Channel und liked hier mal schön die Videos, damit ich auch mal sehe, dass ihr mal mehr solcher Videos halt mal haben wollt. Und aktiviert mal schön hier die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und wir starten dann mal direkt hier mal rein und starten dann die heutige Folge. Copy that. 1 Lincoln 22, 52 patrol area. Oh. Alright, is your victim at the hospital? 1 Lincoln 22, requesting a 1027. Fahrer, einmal bitte an der rechten Straßenseite anhalten, sobald es wieder gut wird. Lincoln 22, show me the traffic stop at Carson Avenue southbound. Putting over a taxi with three possessions inside. 10-4, 1 Lincoln 22, approach with caution. 10-4. So, guten Tag, der. Ja, ich bin Officer John Smith vom Los Angeles Police Department. Könnt ihr einmal bitte alle Fahrzeugpapiere mal bekommen, die sie hier gerade so haben für das Fahrzeug? Vielen Dank. Mein Kollege wird eben mal hier mal bei Ihnen bleiben und ich werde immer die Personalien immer überprüfen. So, dann überprüfen wir mal, ob der Fahrer hier mal irgendetwas Verdächtiges schon hier gemacht hat. Also der hat schon mal keine Registrierung. Da sind die zwei Insassen, Probation, ja. Okay, das ist der Fahrer, Mike Grimley, okay. Das Fahrzeug hat keine Registrierung mehr. Herr Mike Grimley, wussten Sie schon, dass Ihr Fahrzeug keine Registrierung mehr hat? Without a registration. Okay, er hat das Fahrzeug hier wohl gemietet. Kann eigentlich gar nicht sein, weil das ist ein Taxiunternehmen. Dann soll er immer aussteigen. Wir müssen das dann hier immer klären. Ja, kommen Sie mal hier drüber. Hier, ich nehme Sie eben mal. So. Mal bitte hier mal stehen geblieben. Ich werde Sie ganz kurz hier mal durchsuchen. Hoffentlich haben Sie nichts mehr dabei, das mich irgendwie hier verletzen kann, stechen kann oder irgendetwas. So. Mal gucken, was haben wir denn hier schönes? Amak Pilze zusammen. Blotter Papers, also Papiere. LSD. Fentanyl. Okay, es ist schon mal Fentanyl. Und sie und Fentanyl hat er also. Okay. Wannigan 22 requesting a second unit to my current traffic stop. So, der Herr. Sie werden erst einmal hier mal verhaftet. Wegen dem Besitz von Fentanyl und einmal LSD. So, ist natürlich hier illegal in Los Angeles. Wir machen da einmal einen Drug-Swap-Test, das macht mein Kollege immer mit Ihnen. Deren können ja auch mal aussteigen. Sie, so, Sie fahren erst einmal mit einem anderen Taxi. Und Sie dann auch. Weil Sie sind eh alle clean, Sie sind ja auf Probation ja auch unterwegs. So, da hole ich hier mal ein Taxi. Zwei sind hier mal auf dem Weg. Und die Akte für den schon mal ausfüllen. Ah, tut mir leid, der. Fentanyl und LSD.
So. Submit. Mal gucken, wie viele Jahre hat der denn jetzt hier bekommen. Der hat 8 Jahre und insgesamt $8,000 Strafe. So, ist ganz schön viel. 8 Jahre für ein paar Drohnen. Würde ich nicht mögen. So, hier haben wir auf jeden Fall mal einen Tow Truck. Weil das Fahrzeug muss ja hier abgeschleppt werden. Damit wäre der Call aber auch schon erledigt. Dann kann unser Backup hier mal wieder abrücken. Die gerade abgeführte Kollege. Hier, mein Kollege kann auch mal mit einsteigen. Und dahin kommt ja eh schon der Tow Truck. Der kann sich hier ja nochmal drum kümmern. Also, wir werden dann mal wieder 10-4 und Code 4 und wieder 10-8 und können dann wieder auf Streife gehen. One can 22, show me 10-8. Okay, Sir. Wollen wir bitte mal stoppen? Was ist das? Only can 22 to dispatch. Show me 10-7, investigating a suspect at Davis Avenue northbound in Metro Los Santos. Roger that, Lincoln 22. So, okay. Einmal bitte hier mal durchsuchen. Mal gucken, ob er was mit, nur mal gucken, ob er was Verdächtiges mit dabei hat. Dann machen wir direkt hier mal einen kleinen Alkoholtest. Okay, er hat hier schon mal Kokain mit dabei. Ja, mein Partner kann ihn direkt hier mal verhaften. Also er ist nicht betrunken, aber er hat Kokain mit dabei. Okay. Lass deinen Dispatch-Check einmal. Ja, schon mal okay. Jo. Dann nehmen wir dich hier mal mit. Einmal bitte hinten einsteigen. So, und Vorsicht, nicht den Kopf noch anstoßen. So, rein da. Ja, okay, Kopf doch noch angestoßen, aber es geht schon. So, dann gehen wir hier mal wieder zurück. Und wir fahren dann direkt zur nächsten Wache, die ist schon direkt hier vorne. Oh, da sind wir auch schon. Die Person wurde dann hier mal gut abgeliefert. Und wir haben schon direkt den nächsten Callout hier am Start. Und zwar Star Tracker. Star Chase Tracker. Das wurde gerade ein Fahrzeugprogramm hier gestohlen worden. Das wurde gerade ein Peilsender hier überhaupt. Und da müssen wir mal Ausschau halten, ob wir dieses Fahrzeug auch mal finden hier. Mal bitte mal aus dem Weg, LAPD. Achtung. Ich glaube, da vorne ist auch schon das Fahrzeug. Ah, nee, hier. Ach, eine Purple. Kein Yellow. Ah, okay, das war nur der gelbe Kreis. Unicorn 22, Shemi in a Pursuit at Elgin Avenue northbound. Shemi in a Pursuit at Elgin Avenue, Interstate 2. 10-4. Dispatch, be advised, suspect is fleeing in a purple Stanier going interstate 1 eastbound between 50 to 60 miles per hour. Monica 22. Monica 22.
Requesting pursuit backup on Poplar Street, SR 17. Attention all units, target heading southbound. I need pursuit backup. The suspect has crashed. LAPD, stoppen Sie Ihr Fahrzeug. Bitte get a pit maneuver. I need my backup. Assistance needed on Poplar Street. 1 Lincoln 22 going to Poplar Way southbound. Suspect is now heading up to the port of Los Angeles. Okay. So, Hände nach oben, einmal bitte. Hier, einmal bitte zu uns. Hände nach oben, ich hab gesagt, Hände nach oben. Einmal bitte mal auf den Boden legen. Only can 22 be advised. Suspect is now 10:15. We are code 4. Suspect in custody. No further units required. Gotta get a 10:27. Okay. Sie kommen hier mal bitte mal mit. Mann, 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 ey. Wir sind jetzt den kompletten Weg vom Ganggebiet bis hier hinten rumgefahren, ey. Super. So, ich durchsuche sie einmal. So, was haben sie denn? Ein Kondom und eine Kamera. Okay, da machen wir mal hier einen Drug-Swap-Test. Bei ihm. Hier kommt schon der Transporter an. Vom LASD. Den Kollegen hier dann mal direkt mal mitnehmen. Boah, aufpassen, der Truck hier. One Lincoln 22, dispatch, could you stop the traffic at Barcana Way? Stop traffic. Attention all units, officer requesting traffic control near Cypress Flat. Okay, hier ist auch nichts von dem Fahrzeug, dann können wir das hier direkt mal abschleppen. Required in So, perfekt, dann haben wir hier mal alles. Die Kollegen können auch hier direkt mal abrücken. Jimmy Code 4 Dispatch, back to Nate. Attention all units, code 4, no further units required. So, perfekt, das haben wir wieder back to Nate. One Lincoln 22 to dispatch. Go ahead. I got a 1027 off a orange buffalo. Buffalo, yeah. Show me 107. Copy that. One Lincoln 22. 20 seconds ago, another shot fired at 4806 Southwood Street. Also, Los Angeles Police Department, einmal bitte auf der rechten Straßenseite mal anhalten. Ja, nicht so weit. Stopp, stopp, stopp. Ich park einfach mal vor dem. Und ich entwohne die Schirme in a traffic stop at Saul Sambler Street. Show me in a traffic stop. So, guten Tag, ich bin Officer John Smith vom Los Angeles Police Department. Ich habe Sie gerade angehalten, weil Sie eine rote Ampel gerade überfahren haben. Könnte ich einmal bitte alle Fahrzeugpapiere von Ihnen mal bekommen? Vielen Dank. Bitte bleiben Sie in meinem Fahrzeug sitzen. Ich komme gleich wieder, nachdem ich die Papiere überprüft habe. So, da überprüfen wir mal wieder mal schön die Papiere von dem Herrn. Ne, wird nichts auf. Aber ich gebe den auf jeden Fall. Vehicle Speeding. Under 15 und Recuperation Running a Red Light. So, also einmal über Rot hier gefahren. Mal gucken, was bekommt er dann hier?
die Person hier fein. $637 als Bestrafung. Ja, okay. Gehen wir mal wieder hier mal zurück zu ihm. So. Also bitte einmal $637 für einmal vergessen zu blinken plus einmal ein rotes, eine rote Ampel einmal überfahren zu haben. So, ah, sogar 715. Was hat die Person da gerade wohl gemacht? Also, sie sind jetzt wieder gut zu fahren. So. Okay, ich gehe hier lieber mal in mein Fahrzeug. Be advised, we have a runner at Arantia Boulevard, SR18, going eastbound. Los Angeles Police Department, stop right now. 847, hier geblieben, hier geblieben. Okay, jetzt rennt er wieder davon, ne? So typisch. Requesting backup. Da kommt schon unser Backup da vorne. Los Angeles Police Department, sofort stehen geblieben oder sie werden hier getasert. Haben wir den Taser mal rausgeholt. Dispatch, be advised, Taser deployed. So, immer bitte hier mal aufgestanden. Sofort die Hände hoch. Sofort hier mit die Hände hoch. Oh shit, ey, ey. Shots fired, shots fired. One link in 22, shots fired at Saw Chambers Street. Geh runter. Requesting a paramedic on my current location. Ist da irgendwer noch im Fahrzeug? LAPD! Von Sky. Boah, was macht der Kollege denn hier? Nein, da ist keiner mehr im Fahrzeug. Den Kollegen können wir hier erstmal durchsuchen. Was haben wir denn hier? Klaumaske? Ja, okay, und Playboy-Magazin. Ja, super. Wenn der Paramedic jetzt gerade nicht kommt, dann ist der Typ tot. Ah, da vorne kommt schon der Medic. Ah, Leute, nicht überfahren. Hallo, bitte einmal hier mal aus dem Weg. Oh, vielen Dank. Mal bitte hier mal untersuchen. Ja, okay, CPR failed. Yep. One again, 22, requesting a Corona unit to Brono Heights. Und ja, da können wir auch mal wieder abrücken, weil die Kollegen sind ja schon hier vor Ort. Ich muss gerade mal gucken, wo mein Fahrzeug hier gerade ist. So, da sind wir auch mal wieder back. So, mal bitte hier mal eingestiegen. So. One link in 22, show me 10-7. So, meine lieben Freunde, das war's dann auch mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, mal so eine realistische Folge auch mal zu haben. Wenn euch das natürlich sehr, sehr doll gefällt, dann könnt ihr natürlich auch schön hier liken und abonnieren. Und schreibt mal eure Kommentare mal unten mal rein, wie ihr halt diese Folge halt findet, so ob ich das mal öfters machen soll, so ein bisschen mehr so Realismus in die Folgen mal mit einbringen. Und ja, wenn euch das natürlich hier gefällt, natürlich auch die Glocke hier aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und join natürlich unserem Discord. Und damit würde ich einfach mal sagen, haut rein und tschüss, bis zur nächsten Folge.